Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen back bei The Escapist. Lass uns weitermachen. Wo sind wir? San Pancho. Okay, hier sind wir stehen geblieben. Es ist schon ein bisschen länger her. Ich musste erstmal wieder neue Energie sammeln. Und, ja, ich denke, es wird... Oh, ich habe so viele legale Sachen. Holy shit. Okay, wo bin ich stehen geblieben? Okay, ich habe hier eine Wand gemacht, habe realisiert, dass das gar nichts bringt. Übrigens, ich habe jetzt so einen Hintergrund. Der ist jetzt so, ja, grau. Grau ungefähr. Oder so. Und, ja, ich weiß nicht, ob der besser ist als der blaue. Ich habe keine Ahnung. Je nachdem, wie ihr es findet und viel Geld, 19 Dollar, ziemlich wenig. Ich habe mir meine letzte Aufnahme nochmal angesehen. Jack und Episch Zimmer werden durchsucht. Ah, ja, genau. Die Namen sind die besten hier. und... Ich weiß, wie wir ausbrechen, denke ich. Es muss etwas mit dem Dach zu tun haben. Also wir müssen wahrscheinlich aufs Dach und dann von da aus irgendwo hin. Aber ich weiß noch nicht wohin, weil ich noch nicht auf dem Dach war. Deswegen erstmal aufs Dach und dann irgendwo hin. Das ist unser Plan. Und ja, ihr seid mal wieder die Ersten, die meine Stimme heute hören. Ich bin aufgestanden, habe meinen Kaffee getrunken. Und jetzt sitze ich hier und nehme The Escapist auf. Und ich habe mich doch gar nicht warm gemacht. Ich denke, es wird Zeit dazu. Ja. Ich bin noch ein bisschen müde. Schlaf nie zu lange. Wenn ihr zu lange schläft, seid ihr müde. Man darf nie. Ich habe bis neun geschlafen. Und dann dachte ich mir, ja, okay, ich lege mich noch kurz hin. Und dann habe ich doch kurz weiter geschlafen. Also noch kurz. Noch 3 Stunden länger. Und das ist jedes Mal so, wenn ich sage, ich will kurz weiter schlafen. Gib mir die Sachen zum Arbeiten. Oh, hier können wir sogar auch Sachen verstecken, wenn ich so recht überlege. Aber, wo wollte ich aussprechen genau? Nee, wo war das? Ich finde den Ort noch, ich habe ihn jetzt vergessen leider. Ups. Ah, genau. Wir müssen hier arbeiten. Okay, wisst ihr was? Heute Abend werden wir Olaf zusammenschlagen, damit er den Job nicht mehr weiter... Wer schlägt sich da? Ah, okay, nur die. Wir werden Olaf zusammenschlagen müssen, damit er den Job nicht machen kann. Dann bewerben wir uns sofort. Hat er irgendwas... Nur Schlaftabletten, du bist ein Loser-Episch. Und du nennst dich Episch. Du bist alles andere, obwohl du genau gleich aussiehst wie ich. Das ist mein Zwillingsbruder, der sieht genauso aus wie ich. Genau wie Danny Burnage, der sieht auch genauso aus wie ich. Wer den nicht kennt, ist ein anderer YouTuber. Genau gleich sieht er aus wie ich. Was für ein Zufall, ey. Ohne Scheiß. Ja, man muss auf jeden Fall Schneider werden. Ich habe gerade nochmal gesehen, man muss Schneider werden. Das ist das Einfachste. Ja, definitiv. Oh mein Gott, ich freue mich schon so. Olaf ist aber alt. Wo ist Olaf? Ist das Olaf? Olaf, bist du? Nee, das ist Peter. Peter, what the fuck machst du da? Hör auf, Party zu machen. Mama mia. Hier, das ist Olaf. Er ist alt. Muss ich ernsthaft alte Menschen schlagen in dem Game? Das ist doch armselig. What the fuck ist das? Okay, wie sieht mein Stats aus? Wow! Ich bin ein schlauer Motherfucker und ein starkes Biest. Das will ich sehen. Lass uns unsere Schnelligkeit aufbessern und Sonic-mäßig werden. Oder Usain Bolt. Oh, Usain Bolt ist so schnell. Er ist auch schwarz. Schwarze sind immer schnell. Oder Asiaten sind auch schnell. Irgendwie, wieso immer Schwarze und Asiaten? Ich verspreche das nicht rassistisch, nur das Ding ist, die sind wirklich immer in jedem Scheiß die Besten. Das kann gar nicht sein. Das ist gar nicht möglich. Oh, das Nice ist, es wird übel einfach sein. Weil hier ist Olaf. Weil wenn die Arbeit beginnt, dann gibt es hier Knastwärter, wenn die wir arbeiten. Nee, ne? Ich glaube eher weniger. Aber ich will lieber die Musik. Und die ist so nice. Wir haben so viel Holz. Aber ich glaube, buddeln werden wir uns nicht müssen, um ganz ehrlich zu sein. Was passiert eigentlich, wenn man auf dem Dach buddelt? Geht das überhaupt? Da würde man ja wieder hier landen, glaube ich. Nicht ganz sicher, das müssen wir mal testen. Das meine ich, man kann immer dazulernen. Egal wie lange ihr dieses Spiel spielt, ihr werdet immer dazulernen. Unglaublich. Es gibt immer irgendwas zu lernen. Er hat Metallblech. Brauche ich Metallblech? Ich denke ja weniger, oder? Ich weiß nicht mehr genau, was ich brauche. Ich brauche auf jeden Fall eine Wärteruniform, die ist immer sehr teuer. Leider. Ja, ich sehe gerade... Also ganz ehrlich, wir müssen ja irgendwie aufs Dach kommen und hier, das ist Schwachsinn, hier hochzugehen. Nee, das werde ich nicht tun. Das ist zu anstrengend, weil da müsste ich hier ein Fake-Zaun machen, die Wand kaputt machen. Die sind dann sauer, weil ich in ihrer Zelle bin. Ich meine, das würde gehen, okay, aber... Ja, oder den orangenen Schlüssel einfach bekommen. Okay, das werde ich tun. Ich werde langsam mir anfangen aufzuschreiben, welcher Wärter was hat. Und dann werde ich... Ah, ich kann gesnipert werden, ne? Shit. Ah, mit geschmolzener Schokolade kann man da sehen, ob ich es war oder nicht. Abendessen, ich schau mal. Ich muss jetzt gucken, wer welche Schlüssel hat. Denn eine geschmolzene Schokolade kann man sich immer wieder tun oder machen. So, wer kommt als erstes rein? Ein Knastwärter, da. Nice. Er hat gelber Schlüssel.
Erwin hat den gelben Schlüssel. Brauchen wir den? Das musste ich tun, leider. Leider. Mich pisst es selber an. Ich würde gerne meine geschmolzene Schokolade behalten und selber trinken. Geschmolzene Schokolade schmeckt gut. Hey, hey Deutschland. Episch. Deutsches. Okay, nein, Spaß. Alles nur Scherze. Ah! Ah! Ah, schlägt mich. Ah, mein Herz. Es schmerzt. Ah! Weil ich ihn. Okay. Ich weiß wenigstens, dass du den gelben Schlüssel hast, du Loser. Hau lieber ab, du Bastard. Oh, nein! Oh, Gärtner! Oh! Sag nicht, er arbeitet! Nein! Oh, du Arschloch! Egal, dann mache ich das halt morgen früh, meinetwegen. Ich muss auch noch dazu sagen, ich hätte niemals gedacht, dass wir so viele Escapist-Parts machen werden. Da fängt man irgendwie ein Spiel an. Und auf einmal macht man so viele Videos zu dem Spiel, was normalerweise nicht bei jedem Spiel der Fall ist. Also ich mache nicht zu jedem Spiel so eine Serie. Was ja irgendwie logisch ist. Manche Spiele, dazu sollte man einfach keine Serie machen. Deswegen, ja. Ich habe mir überlegt, mal zu Pokémon so 2-Stunden-Videos zu machen. Alle jede Woche ein 2-Stunden-Video. Aber, weil ich weiß noch nicht. Also wenn ich sage, ich weiß noch nicht, dann überlege ich es mal selber. Aber Escape ist, das ist unglaublich, dass wir schon so viele Parts haben. Das ist schon beeindruckend, würde ich schon sagen. Stimmt's? High five. Psst. Nice. Diesmal ohne 3-2-1. Da wart ihr nicht noch vorbereitet, stimmt's? Keine Sorge, beim nächsten Mal werdet ihr's. Wehe, spult zurück. Habe ich auch nicht mehr gemacht, bei anderen nachschauen, was sie alles haben. Müsste ich mal tun, ein paar Leute beklauen. Magazin, das ist sogar richtig gut. Muss ich öfter tun, nur ich bekomme mal Stress mit meinen... Oh! Noch einmal, was? Okay, okay. Nice, Baby, das will ich sehen. Floss, oh! Ich bin mir sicher, das brauchen wir für den letzten Knast. Oder auch sogar für diesen. Brauchen wir etwas zum Schwimmen. Hoffentlich können wir vom Dach gucken, ob da Wasser ist oder nicht. So, Erwin. Das war doch Erwin, oder? Erwin gleich gelb. Aber hier gibt es 2 weitere. Das bedeutet, jemand muss den Orangenen haben. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir so ein Glück. Aber ich brauche ein Kit. Stimmt. Ist aber gar nicht so schwer. Das schaffen wir easy. Locker flockig aus der Hüfte. Das will ich hören. Und meine Zelle wird mal wieder nicht durchsucht. Wie immer. Ich bin einfach ein zu legales Kind. Hebt die Hand, wenn ihr uns für Idioten haltet. Hebt alle die Hand. Tut's einfach. Keine Sorge, die werden euch nichts tun können. Schlafenszeit. Ich geh erstmal schlafen, ich kann nichts machen. Ich muss Olaf, den Loser, verprügeln. Olaf, du wirst sowas von leiden. Hoffentlich hast du Angst, du alter Sack. Oh! $61, genau. Oh, viel zu teuer. Ich brauch diese Uniform, damit ich raus kann. Weil sonst werde ich sofort gesniped. Und schon wieder wird meine Zelle nicht durchsucht. Oh, Job Gärtner beginnt. Oh, nein, wo ist Olaf? Olaf, Olaf. Hör, nein. Nicht dieses Mal. Nicht dieses Mal. Komm her, du Bitch. Hier kommst du jetzt rein. Und hier bleibst du für immer, du Bitch. Das ist richtig. Hey, der hat sein Werk kaputt. Das kann ich sogar sagen. Nein, 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 du alter Sack. Holy shit, niemals. Auch ich werde meinen Job verlieren, aber das kann mir egal sein, weil ich dann deinen bekommen werde. Ey! Er hat Satz! Ich glaube, das brauche ich sogar. Vielen Dank. Und der Job geht immer noch weiter. Was? Was? Er hat mich getötet! Oh nein! Nein! Oh nein! Nein! Er hat mich. Ah, ich bin Neustart. Fuck! Ich glaube, ich habe mich leicht erkältet. Gestern bin ich nur mit dem T-Shirt vom Fitness gekommen. Das war keine gute Idee. Vor allem nicht, wenn man schwitzt und dann in die Kälte rausgeht. Mittags was wärmer als abends. Woher sollte ich das wissen? Ja, ich hätte eine Jacke mitnehmen können, aber... Wer trägt gerne Jacken? Kommt schon. Hä? Ich verstehe gerade nicht, wie ich gerade nicht schaffen konnte. Ich schau euch mal mein Leben an. Noch 28 Leben. Wie bin ich gestorben? Keine Ahnung. Okay, wir wollen Schneider werden. Bewerben. Yay! Vielen Dank, Olaf. Man sieht dich irgendwo bei Happy Wheels wieder. Oder auch hier bei der Escape ist, je nachdem, wie du Lust hast. Bestimmt hast du gar keine Lust. Oh yeah, wie nice. Episch. Holy shit. Definitiv die beste Spitelle im Game. Also bis jetzt. Definitiv, bei weitem. Ah, mir fehlt Klebeband. Oh. Hab ich gar nicht gemerkt. Ich brauch Klebeband. Stimmt. Ah, nee. Ah, ich hab mehr Poster. Lol. Okay. Dann wollen wir mal anfangen. Ich liebe diese Stelle einfach viel zu sehr, Baby. Das will ich sehen! Mehr dieser Stellen hier in diesem Game! Der letzte Knast wird ultra schwer. Der ist schon ultra mega super schwer. Keine Ahnung, wie der letzte aussehen soll. Das Coole ist, keiner kann hier reinkommen, deswegen kann auch keiner petzen. Oh yeah! Ich bin so bösartig. Nein, ich bin zu müde. Wieso dauert das so lange? Ah!
Wir haben's! Holy shit! Ein Seil! Ich kann... Ja. Ja, okay. Nice. Oh! 99... Oh nein! Ich werde... Oh nein! Ich werde die illegalen Sachen kurz hier lassen. Wenn ich jetzt abgehe, ich werde jetzt abgeschossen. Und dann hole ich sie mir gleich wieder. Ja, jetzt hole ich sie mir wieder. Oh mein Gott! Da kommt Bruder Blau! Ah! Ich wusste es. Du wirst mich nicht bekommen. Niemals! Wow, mit Seil, ganz ehrlich, bin ich nicht so zufrieden. Wozu brauche ich denn Seil? Ah! Also, man kann damit auf Dächer kommen, das weiß ich. Aber wie genau? Ich habe es ja noch nie eingesetzt. Also über Mauern geht's nicht. Ich meine, man kann damit einen Wurfhaken machen, das weiß ich. Und sich vielleicht irgendwo fallen lassen, aber das ist ja vollkommen egal. Okay. So, nice, wir haben Kids. Oh yeah! Okay, Erwin sollten wir nicht töten. Aber ich würde gerne an die andere Beute noch kommen und das können wir runterspülen. Er hat ein Burrito. Oh, ein Feuerzeug. Danach habe ich gesucht. Nice. Oh! Oh, ich muss meinen Job erledigen. Shit. Oh, ich darf ihn nicht verlieren. Was muss ich tun? Ah! Oh! Kurze Hose. Bester Job ever. Ah, okay, nice. So schnell kann man sowas herausfinden. Das dauert Ewigkeiten. Bitte, ich muss schnell fertig damit werden. Socken. Oh! Wir können... Oh, cool. Weste. Wie cool ist das denn? Hut! Ey! Episch! Ja, ja. Das finde ich nice. Das macht Spaß. Ich mag den Job. Der geht schnell. Der ist cool. Der ist kurz gesagt badass. Unterwäsche, Unterhose. Soll ich auch mal wieder umziehen? Oh nein, meine Zelle wird durchsucht. Oh oh. Ich muss kurz meine illegalen Sachen holen. Ah, ich denke, jedes Mal, wenn ich mich an diesem Tag schlecht benommen habe, dann wird meine Zelle untersucht, aber sonst wird meine Zelle nie untersucht. Wenn ich mich gut benommen habe, dann bleibt alles genau so, wie es sein soll. Und meine Zelle wird nicht durchsucht und die Wärter, die, ja, die interessieren sich nicht für mich. Noch zwei weitere, Owen und Mason, wenn wir, naja, nicht töten, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann hoffen wir, dass jemand den Orange seine Schlüssel hat. Ich habe immer das Kit dabei, jedes Mal. Oh, nice. Nein. Oh, oh, nein. Die gehen immer alle, okay. Die gehen immer zu dritt los. Okay, das ist schlecht. Weil ich wollte jemanden schlagen, aber keine Möglichkeit. Klebeband kann ich zwar gebrauchen. Zum einen, aber es ist extrem teuer. Und zum anderen, ich brauche eine Werteuniform. Das ist jetzt mal Vorrang. Damit ich mich da oben umsehen kann. Aber ich weiß nicht, wo ich dann herbekomme. Das ist ultra schwer. Wow, er hat eine Pfeile. Vielen Dank. Und wir haben ein Improvi. Nice. Das brauchte ich. Nice, das ist cool. Außerdem haben wir aus zwei illegalen Gegenständen nur einen gemacht. Was auch jedes Mal schlau ist. Klebeband! Oh, zum Glück habe ich das nicht gekauft. Vielen Dank. Hey ho. Holz und Klebeband. Oh mein Gott, haben die hier gute Sachen. Holy shit. Oh, Schokolade. Oh, Tasse. Und wir haben ein neues Cup of Molten Chocolate. Das will ich sehen, Baby. Oh. Oh. Die Toilette ist verstopft. Nein. Wer? Oh nein, Federico. Nicht schon wieder. Arschloch. Schau es mal an. Ich habe einen coolen Ort gefunden. Hier habe ich meine... Ich kann auch auf dem Dach illegale Sachen hin tun, ne? Ja, nice. Weil ich brauche einen Ort und das ist der perfekte Ort. Auf dem Dach. Das Coole ist, ich bin der Einzige, der hier rein kann. Keiner kann mich verpetzen, gar keiner. Und die Wärter sind nicht da. Wie nice. Also hat es doch Vorteile. Obwohl eher weniger, weil es 10 Jahre dauert, bis ich den Schlüssel habe. Aber ich habe wieder geschmolzene Schokolade. Das heißt, ein neuer Versuch, um den Schlüssel zu bekommen. Ich warte. Owen! Hä? Nein! Oh! Oh! Er hat lila. Da, oh nein! Er wird mich gleich verfolgen. Oh nein, oh nein. Oh, sorry! Dann muss es Mason sein. Und wenn der es nicht hat, dann hat's gar keiner. Oh nein! Wieso habe ich bei der Schlägerei mitgemacht? Und jetzt... Oh, jetzt ist mein Kit weg. Das war alles andere als schlau. Aber ich denke, das soll... Ja, ich werde nicht immer noch... Ah, ich habe noch Talkumpuder. Das brauchen wir nochmal Talkumpuder und Zahnpasta. Ja, okay. Es ist nicht das Schlimmste, was ever passiert ist, aber... Es sollte nicht passieren. Okay. Ha. Das darf nicht passieren. Ah, oh, Danny, denk doch nach.
Kann ich es wagen? Okay, kann ich nicht. Ah! Ich wollte dich nicht schlagen! Sorry! Ah! 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 Er ist schon sehr, 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 sehr stark. Ich gebe es ja zu. Du bist stärker als ich. Ich habe auch keine Waffen. Ich habe gar nichts, stimmt. So. Vielen Dank für die gepanzerte. Was? Kriegsgefangenenkleidung. Beste Kleidung ever. Sollte ich auch anziehen in der Disco oder sowas. Und, nice. Jetzt fehlt noch eine Sache. Aber keiner dealt damit. Hat schon jemand hier mal gedealt? Könnt ihr euch erinnern? Ob jemand schon mal mit einer Wärteruniform gedealt hat? Ich weiß es gar nicht. Ich kann mir nämlich vorstellen, in den ein oder anderen Gefängnis kann man das gar nicht tun. Und da muss man seine eigene Kleidung machen. Das geht auch, aber es ist viel umständlicher. Deswegen, ich weiß nicht genau, ob ich es will. Ey, der hat einen Dodo-Donut. Lecker. Oh. Bleichmittel ist einer der Sachen, um... Ja. Also, ich denke, wenn keiner damit dealt, werde ich mir eine eigene machen. Man braucht nämlich 3 verschiedene Uniformen. Und Bleichmittel. Dann hat man eine Uniform, die weiß ist. Und dann braucht man noch Tinte. Und dann hat man die blaue Kleidung, ja. Ist gar nicht so schwer. Ich glaube, ich habe sogar Tinte, nicht ganz sicher. Nope, habe ich nicht, aber kann man leicht bekommen. Oh, Tinte, das meinte ich. Wir werden jetzt etwas tun, was ich normalerweise nicht tun wollte. Aber ich werde es jetzt tun. Und zwar, ich bin einfach zu heiß auf dieses... Und zwar, das Ding ist... Hier kann man halt... Also, ich habe jetzt ein Poster erstellt. Und, ja. Also... Ich denke, ich will unbedingt hier ran, deswegen. Ups, sorry. Deswegen, da will ich unbedingt ran. Ha! Ich werde es gleich danach machen, denke ich. Ich habe so viel Geld. So, die erste Kleidung haben wir schon mal. Was bedeutet, dass es nice ist? Kriegsgefangenenkleidung. Jetzt machen wir noch eine bestimmte Art der Kleidung, aber in der Zeit werde ich erstmal weiter buddeln. Oder graben. Nee, weiter Schaufneck. Irgendwas. Drogen nehmen. Ich nehme keine Drogen ab und zu. Oh nein! Die Arschlöcher, sie rufen die Wärter. Was für ein Motherfucker, Alter. Shit. Ja. Meine... Ah, Mann! Die petzen diese Arschlöcher! Oh, ob das eine gute Idee war, ich weiß ja nicht. Ich überlege. Ich muss da ja irgendwie rankommen. Das ist die einzige Möglichkeit. Ich habe eine Schwachstelle gefunden. Wenn jeder... Ah, nee, doch nicht. Okay. Fuck. Ich dachte, wenn jeder ausbricht, dann... Ja. Ihr seht... Ah, es ist so schwer. Oh, oh, hier muss immer einer... Immer muss einer reinkommen. Holy shit. Doch. Nee, die kommen trotzdem rein. Selbst wenn Hofgang ist und so ein Kack. Dann... Jetzt kommen die nicht rein, okay. Ah, wie lange kann ich das tun? Das ist eine gute Frage. Ah, länger kann ich nicht bleiben. Niemals. Ich brauche noch eine andere Kleidung. Ich habe keine Ahnung, wo ich die bekomme. Weil jeder hat diese Gefängnis... keine Ahnung, was für eine Kleidung. Hier. Kriegsgefangenenkleidung. Die hat jeder. Aber keiner hat eine normale Kleidung. Also diese andere Kleidung, die ich noch brauche. Keiner hat sie. Jeder hat ein Magazin irgendwie. In letzter Zeit haben so viele Leute Magazin. Soll ich weiter buddeln? Ich glaube schon. Oder weiter die Wand kaputt machen. So. Oh, das ist so intensiv. Die kommen. Oh. Das ist verdammt intensiv. Ich hasse das, wenn die... Ah. Pisst mich das an, Alter. Gott, hört auf, die hier reinzukommen, ihr Loser. Oh. Das war verdammt knapp. Au! 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 Was hätte ich nicht erwartet? Ja! Oh mein Gott! Wenn ich den verliere, habe ich keine Ahnung. Und jetzt haben wir sogar einen Poster zurück. Nice! Ho! Oh, wie gut! Jetzt kommen wir aus der Zelle raus. Wie wir Lust haben. Und, ich warte immer noch, bis jemand mit, Wärteruniform dealt, aber, es will einfach keiner. Und wie wir gelernt haben, wir können ja keine Wärteruniform von den Wärtern stehlen, das geht ja einfach gar nicht. Also, es geht schon, aber, die sehen das und die beschweren sich und die können ja nicht nackt rumlaufen. Ich meine, sie können schon, aber sie wollen nicht, schätze ich mal. Oh mein Gott, ich hätte jetzt alles erwartet, nur nicht, dass da der gelbe Schlüssel ist. Holy shit. Da komme ich hier abends auch rein. Aber ich werde mich am Tag mit einer... Kann ich hier überhaupt eine Werteuniform bekommen? Ich müsste eigentlich... jemand muss damit dealen, aber keiner!
Und jeder hat dieselbe Kleidung. Guck mal, ich schlage jetzt zum Beispiel zusammen. Was kein Problem sein sollte, weil ich auch so eine ultra mega gepanzerte Kleidung habe. Jetzt schaue ich mal nach. Auch er hat dieselbe Kleidung. Wie sieht es bei ihm aus? Er hat auch dieselbe Kleidung. Aber wie bekomme ich die andere Kleidung? Es gibt noch eine andere, das weiß ich, aber keine Ahnung. Ja! Wo ist der Job, wo man die Kleidung wäscht? Jetzt! Kämpfe! Kämpfe! Lauf, 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 lauf! Hab ich? Ha! Stopp! Nimm das! Nimm jede einzelne illegale Scheiße mit! Und gib ihm so schnell wie möglich den Schlüssel zurück, bevor ihr aufwacht! Wir haben's! Wir haben's! Nein, meine Zelle wird durchsucht, ist okay. Oh, wie intensiv. Wo kriege ich das her? Oh, so viel Geld habe ich, wow. Ich habe richtig viel Geld. Soll ich Telco-Bruder brauche ich nicht. Oh, er wird gleich herkommen und mich... Oh, shit. Ey, ach, da geht mich gar nicht. jemand musste es haben. Und Mason hatte es. Ich kann es einfach nicht glauben. Wir werden jetzt, ja, meine Zelle wird jetzt durchsucht. Das heißt, normalerweise sollte ich nichts mehr tun, um ganz sicher zu gehen. Aber eine Sache kann ich doch tun. So. Oh, yeah, baby! Das will ich sehen! Oh, yeah! Okay, ich will das nicht vorher, dass wir mich stehen lassen. Das war episch! Wir haben den langsamen Schlüssel! Auch wenn wir ihn gar nicht mal so sehr gebrauchen können, weil wir schon in die Beute reinkommen sind, stimmt. Egal, das ist nice. Okay, ich werde das Video für heute erstmal stehen, dass wir wissen jetzt, wie jeder, wir können den gelben, lilanen und den, orangenen Schlüssel bekommen. Den gelben haben wir schon in den, nice. Okay, vielen Dank fürs schöne Schauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt, wie badass ihr seid und liked dieses Video. Schaut auf meinem Kanal vorbei, mehr Videos sehen, die ich produziert habe. Und abonniere jetzt, um unsere Nation beizutreten. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich, wie man drauf 3, 2, 1, Show. Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen back bei Mortal Kombat X. Viele von euch wollten mehr von dem Game sehen und ich wollte auch mehr spielen, weil dieses Spiel einfach episch ist.